Schatz, das ist nicht echt. Wir kriegen einen Jungen. Willst du mir ein Zeichen geben? Das Baby ist kommt. Hallo und zurück zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Video für euch, auf das ich mich schon sehr, sehr gefreut habe. Und zwar war ich für 24 Stunden schwanger. Fragt euch jetzt sicherlich, wie kann man für 24 Stunden schwanger sein? Gute Frage. Ich denke, die meisten von euch kennen dieses Videoformat bereits. Es ist letztes Jahr ziemlich gehypt gewesen. Und dabei schnallt man sich im Grunde so einen Babybauch um und verbringt einen ganzen Tag damit. Kurz vorab ein kleiner Disclaimer. Natürlich will ich mit diesem Video nicht sagen, dass es sich so anfühlt, schwanger zu sein oder dass eine Schwangerschaft nur aus einem dicken Bauch besteht. Da gehört natürlich noch viel, viel mehr dazu. Aber bitte nehmt das Video einfach nicht zu ernst. Es soll in erster Linie einfach zur Unterhaltung dienen und ich fand das einfach mega, mega witzig. Ich habe diesen Babybauch schon letztes Jahr bestellt und wollte dieses Video eigentlich drehen. Und dann haben das aber so viele gedreht, dass ich dann irgendwie doch keine Lust mehr drauf gehabt habe. Aber jetzt, wo der Hype schon längst wieder vorbei ist, dachte ich mir so, warum nicht? Weil ich wollte es einfach wirklich einmal ausprobieren und so einen ganzen Tag mit so einem Babybauch rumlaufen. Und es war wirklich, wirklich richtig witzig. Und ich hoffe, das Video unterhält euch und würde einfach mal sagen, ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich werde jetzt das erste Mal diesen Bauch anprobieren. Tatsächlich liegt der, seitdem er damals bei mir angekommen ist, bis jetzt in dieser Folie in meinem Schrank. Also ich habe den noch nicht einmal umgeschnallt. Leute, dieses Ding ist so schwer. Ihr glaubt das nicht. Ich kann es kaum einem Arm halten. Aber das sieht so klein aus. Das sieht gar nicht so aus, als könnte man gleich einen Unterschied sehen. Also ich dachte mir, ich schnalle es über meinen Top. Weil ich glaube, das wird unangenehm, das den ganzen Tag so in der Haut zu haben. Ich glaube, ich muss es so machen. Boah, ist das schwer. Ich kann nicht eher die Hose so drüber machen. Das ist ja riesig. Das sah gar nicht so riesig aus in der Hand. Ich glaube, mein Kleiderschrank ist nicht ganz aufgeräumt. So. Hey, das ist cool. Ich würde sagen, wir suchen irgendwas schön Enges raus, damit man meinen Bauch auch gut sehen kann. Ich will den ja stolz der ganzen Welt präsentieren. Ich habe schon eine Idee, was ich anziehen könnte. Ist das das, was ich suche? Ja. Das ist so ein schwarzes Baumwollkleid, was eigentlich so eng anliegt. Ich hoffe, dass das dann noch lang genug ist, wenn ich das jetzt mal anziehe. Das sieht so funny aus, ein bisschen Baumwoll. Okay. Das könnte passen. Woo! Sollst du noch eine Strumpfhose oder so dazu anziehen? Oh mein Gott. So würde ich also schwanger aussehen. War es auch schon riesig. Meine Brüste verschwinden jetzt dadurch vollkommen, aber. Okay. Mich jetzt umgezogen. Und jetzt würde ich sagen, mache ich mich für den Tag fertig, weil den Schwangerschaftsglow habe ich noch nicht. Deswegen helfe ich mit ein bisschen Make-up nach. Ehrlich gesagt wird mir schon richtig warm mit diesem Ding. Schon richtig Hitzeballon, ey. So, ich habe mir jetzt mein Alltags-Make-up geschminkt und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie Tommy auf unser Baby reagiert. Okay, du kannst reinkommen. Du siehst schon aus. Oh, Baby. Oh, das ist unser Baby. Ja. Und was sagst du? Ich werde es immer lieben. Es fühlt sich auch fast echt an. Es ist ein bisschen zu weich. Ja, ne? Ja, ein bisschen härter ist so ein Schwangerschaftstest. Ah, Schatz! Mein Kind! Du bist die schönste Schwangere der Welt. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass mein Bauch später nicht so groß sein wird, oder? Außer, doch schon. Außer unser Kind erbt deinen Kopf. Mano! Welcher Monat bin ich jetzt wohl? Vielleicht so 8er. Echt? Ist schon schwer, ne? Ja? Ja. Wie schwer ist das Ding?
weiß nicht, mehrere Kilo. Okay, ich habe jetzt gerade ein Foto im Spiegel gemacht und ich schicke das jetzt mal meiner Schwester und schaue, wie sie reagiert. Ich hoffe, sie geht jetzt direkt ans Handy. Hallo. Okay, sie kommt nicht online, also ist sie wahrscheinlich gerade beschäftigt mit ihrem echten Baby. Okay, sie hat geantwortet und zwar den Smiley. Was soll ich jetzt schreiben? Den Smiley. Nein, scheiße, der passt nicht. Okay, sie ist online. Okay, steht dir. Mehr hast du dazu nicht zu sagen. Ich schrock mein Smiley. Heul Smiley. Ich hasse dich. Okay, als nächstes FaceTime wir mal meinen Bruder an. Und zeigen ihm mal meinen schönen Bauch. Ich hoffe, er geht jetzt auch ran. Also normalerweise, kannst du mir den Laptop geben? Normalerweise würde ich jetzt ein Video schneiden und meistens mache ich das im Bett, aber mit meinem mein Bauch ist schon... Soll ich dir die Füße massieren? Nein. Das machen Männer doch, wenn Frauen schwanger sind. Nur wenn wir schwanger sind, oder was? Ja! Hast du schon Wasser einlagerung? Ja. Oh. Dafür sind deine Stückchen aber ziemlich dünn. Ich wünsche dir so sehr, das wäre echt. Was passiert mit deinen Brüsten? Das ist einfach eine Gerade, die sind einfach weg. Ist so, eigentlich soll die auch noch wachsen. Was soll das? Ich muss dann jetzt mal meinen Block schneiden. Schatz, das ist nicht echt. Langsam. Denkst du, glaube ich, echt? Okay, jetzt wird es Zeit für unser Schwangerschaftsfoto. Wir müssen uns jetzt, wie nennt man das? Wir müssen uns jetzt öffentlich machen. Wir wollen das jetzt nicht selbst auslösen, einfach hier mit der Kamera. Ich muss irgendwie so da unten sitzen oder so, knien, oder? Okay. Machen das Männer nicht immer so? So? Okay, irgendwie so, oder? Ja. Oder so, oder du stehst so. So? Nee, das ist wie so ein Prom-Foto. Ja. Das muss höher, oder? Nein. Der hängt so. Ja, der ist so am Ende der Schwangerschaft. Der neigt Nein, sich der dann ist nach höher. Unten. Nein, am Ende neigt er sich nach unten. Nee, dann das... Mupp. Was bist du für ein Arzt? Du hast keine Ahnung. Okay. Probieren es einfach. Scheiße, du gehst schon durch. Warte. Nein, die machen so. Und du hast... Wo ist halt deine Hände? Weiß nicht. Das ist auch Was mache ich denn mit meinen Händen? Was Warte, machst du mit deinen? Ich mache so, das typische Schwangerschaftspose. Ja, und ich mach so. Ja, der ist dann so eingekesselt, Alter. So vielleicht? Ne, dann sieht man den gar nicht mehr. Ja, und dann deinen Arsch, oder? Es muss einfach natürlich sein. Weißt du, nicht viel drüber nachdenken. Der war doch nur unser Baby präsentiert. Warte. Das sieht so echt aus. Ich komme nicht drauf klar, oh mein Gott. Warum kommst du auf die Matte und ich gehe auf den harten Teppich? Weil ich die Schwangere bin. Wir haben uns jetzt in unsere Sportklamotten geschmissen. Jetzt ist es Zeit für Schwangerschafts-Yoga. Ich habe einfach ein paar Übungen mal rausgesucht und wir probieren die jetzt mal. Was ist das? Das gilt gar nicht mit dem Bauch. Okay. Du musst dich stützen. Ah! Geht das? Du musst den Rücken im Rücken aufrichten. Okay. Du musst so, als würdest du heftig... Wie macht sie denn ihre Ellbogen vor ihre Beine? Und dann atmen. Muss ich auch? Ja. Hä? Warum? Solidarität. Sinken seitlich nach oben. Die Hände.
zu wickeln, zu flattern. So flattern. Wie Schmetterling. Der Atem strömt sanft in den Kopfraum ein und aus. Ich seh deine Beine. Das geht nicht. Streck die durch. Aua. Dabei bleibt der Rücken lang. Der andere atmet zur gleichen Zeit ein und geht im Oberkörper zurück. Und damit den Partner in seiner... Mein Bauch ist im Weg. Ja, ja. Guck mal, die liegt ganz auf dem Boden. Dein Partner nimmt jetzt die Füße und hebt die Beine. Allerdings nur so hoch, wie es dir gut tut. Ist zu hoch. Jetzt die Beine von Seite zu Seite. Das ist eine scheiß Übung. Ich finde die gut. Sie nimmt das innere Bein und hebt langsam das äußere Bein an. Es ist gar nicht so leicht. Wir müssen uns da auch nicht. Schatz, du kannst dich nicht an mir rumreißen. Oh, mit du musst versuchen, mehr Gleichgewicht. Okay, okay, ich bin ja schon. Such dir einen guten Konzentrationspunkt. Und jetzt kommt sie zu versuchen, wenn ich die jeweils äußere Hand anziehen. Jetzt schauen wir mal, ob wir beide uns hier umgehen. Du müsst uns finden. Geh los. Komm noch näher zu mir. Okay, und jetzt kommen wir langsam hier nach vorne hin absenken. Wunderbar. Und jetzt langsam auch wieder die Hände voneinander lösen. Und? Okay, die letzte Übung. Hä? Ist das wirklich die Übung? Ja. Warum ist das für mich krasser als für dich? Du bist meine Stütze. Ich kenne dich doch einfach. Du kannst auch ein Sofa nehmen dafür. Nein, hallo, was bist du denn für ein Partner? Ja. Ja, toll, wenn ich jetzt schon wieder beim Griechen mein Sofa mit zum Partner. Yoga. Wow, ich bin schon ins Schwitzen gekommen. Hä? Ich war hier derjenige, der was gemacht hat. Du weißt gar nicht, wie es sich anfühlt, so einen fetten Bauch mit sich rumzutragen. Doch. Ja, warum bist du ein anderer Typ? Das ist Chuck Bass, ja? Das ist Lenkrad. Das Lenkrad tippt was auf meinem Bauch. Brauchen wir Platz? Okay. Boah, mir ist richtig warm, ne? Ich habe richtig Hitzefahrt mit diesem Ding. Okay, wir fahren jetzt einkaufen. Ich fahre, aber ich darf gar nicht. Darf man den Gurt überhaupt so drauf machen? Also wenn was passiert, oder dann sieht es schlecht aus. Warte mal. Für das Kind. Oh, wie macht man das denn? Weiß ich nicht. So vielleicht? Nee. So? So. Aber so drückt das doch auf meinen Bauch. Ja, aber du musst doch auch geschützt sein. Oh! Pass auf unser Kind auf. Einmal unser Baby. Darf man Ingwer in der Schwangerschaft? Weiß ich nicht. Schatz? Was machst du? Nichts. Hä? Heftiger Fetisch? Spaß, Spaß. Nein, das ist kein Spaß. Könnt mir ja mal schreiben, an diejenigen, die schon mal schwanger waren, ob ihr irgendwelche Gelüste habt in der Schwangerschaft. Das würde mich mal interessieren. Was glaubst du, werde ich für Gelüste haben? Alle. Ich weiß es nicht. Einfach alle. Du bist Schokolade mit... Nein, ich hasse Schokolade. Ja, aber dann in der Schwangerschaft sagt dein Körper dir, auf einmal, los geht's. Ich glaube, ich werde mehr salzige Sachen essen wollen. Oh, okay, ich glaube, wir haben alles. Du bist jetzt nochmal bei Enlil. Was machst du gerade? Ich mach gerade Wäsche. Okay, ich muss dir was zeigen. Was? Ich muss dir was zeigen. Wie? Hä? Was ist da drin? Ich hab eine Story gesehen. Was hast du gesehen? Das ist ein Baby. Was ist das? Fett. Mach mal dein Oberteil hoch. Nein, du Schlingel. Ich hab dich doch vor einer Woche gesehen. Wie? Dachtest du, du kannst mich verarschen, aber es ist einfach nur witzig sein. Wusstest du nicht, dass der so schnell wachsen kann, der Bauch?
Halt's Maul. Was? Wir drehen gerade ein Video. Das ist schwer? Ja, es ist richtig schwer. Und wie lange läufst du damit schon den ganzen Tag rum? Ja, seit heute Morgen. Zeig mal bitte, ich will wissen, wie das aussieht. Okay. Es ist ein bisschen Zeit vergangen, wir haben jetzt vorhin gegessen. Ich habe das jetzt mal nicht gefilmt, weil das wäre jetzt nicht so spannend gewesen. Das ist genauso wie, wenn ich keinen Bauch habe. Aber jetzt machen wir uns auf den Weg, gehen jetzt in die Mall gleich, ein bisschen shoppen und danach wollen wir noch ins Kino. Ich hoffe, die denken nicht, dass ich irgendwelches Essen reinschmuggeln will. Aber ja, ich freue mich schon. Wir gehen jetzt shoppen. Und ich hoffe heute mal, dass ich keine Zuschauer treffe, weil ich weiß ja nicht, wie ich das hier. Oder soll ich einfach. Ja, ich würde immer sagen, zum Video drehen. Sonst wird's komisch. Okay, ich dachte mir, ich gehe jetzt mal ein bisschen Klamotten anschauen und ich teste jetzt mal so ein bisschen die Schwangerschaftsabteilung. Schau mal, wie mir das gefällt, ob ich da was für mich Gutes finde. Wir sind jetzt doch erstmal in der Babyabteilung gelandet. Wir kriegen einen Jungen. Hä, wer hat das gesagt? Ich. Nein, ich spüre, das ist ein Mädchen. Okay. Du suchst jetzt dein Lieblingsteil hier raus und ich suche mein Lieblingsteil, okay? Und los. Zeig mir erstmal deins. Nein, das mag ich nicht. Warum? Das hat voll viel Stil. Stell dir vor, wir gehen so Freunde besuchen und dann kommt auf einmal so unser Kind mit so einem Swag. Das ist kein Swag. Doch, das hat mega viel Stil. Weißt du, was Swag ist? Zeig. Das hier. Hä? Wie süß ist das? Das ist... Hast du was dagegen? Ja. Was willst du dagegen tun? Guck mal, das ist sogar Unisex. Hä, du hast Sex gesagt. Okay, wir mussten jetzt gerade feststellen, dass die Schwangerschaftsabteilung bei H&M rausgenommen wurde. Ich fühle mich diskriminiert. Aber ja, ich gebe die Suche nicht auf. Okay, wir haben uns einmal nachgefragt und es soll wohl in der ganzen Mall keine Umstände zumute geben. Also ich hätte das niemals gedacht, dass es so schwer werden würde. Ich wollte eigentlich nur so eine Jeans anprobieren, die so für extra für Schwangere ist, aber daraus wird wohl heute nichts. Schatz? Ah! Schatz, ich kann mich nicht bücken. Heb ihn auf. Also, weil wir keine Mode gefunden haben, gucken wir jetzt einfach nach Spielsachen. Frust shoppen. Was ist mit so einer Horrorfilmabteilung hier? Nein, danke. Noch, auch wenn sie älter ist. Ja. Boah, so ein Teil brauchen wir. Was ist das? So ein Porsche. Nein. Warum? Unser Kind wird nicht so verwöhnt. Doch, doch. Glaub mir. Ja, sowas brauchen wir. Guck mal, dann können wir einfach so richtig moderne Eltern sein, die sich nicht um ihr Kind kümmern müssen, und dann schwingt das da einfach. Das ist der Shit. Was ist das? The Magic Cups. Was ist das? Könnt ihr raus so trinken wie aus einem normalen Becher, aber da fließt nichts raus. Ja. Meine Schwester hat richtig lang gebraucht, als sie ihren ausgesucht hat. Ja, meine auch. Die haben auch so 8 Millionen Stück durchgeguckt. Mhm. Ist ja auch wichtig. Ja. Das fühlt sich gerade echt richtig echt an. Bauch. Genau, wegen. Boah, wir brauchen auch so. Boah, wir brauchen so viel Zeug. Wir brauchen auch so ganzes. Solche Kondome hier. Wie heißt das? Wo man Kinder einfach so reinlegt und die sich nie wieder wehren können. Das ist doch eine Menge lernen. Ich spiele mit dem zusammen mit sowas. Wir bauen sowas. Der liegt ja einfach und ich baue das zusammen. Wenn dann du bist, sonst verschluckt ja noch alle Teile. Es geht doch. Ich will damit spielen. Also sowas. Simples Holzspielzeug fördert viel mehr die Kreativität. Finde ich auch irgendwie besser. Ja, da kannst du nichts mehr sagen. So eine hat die Zuni, so eine Giraffe. Ja, wir brauchen noch sowas. Was denn? Solche Dinger hier zum drauf rumbeißen. Und so ein Teil, wenn wir ihn
auf den Boden legen. Ja, da ist ja dieser bunte Dschungel so richtig beliebt. Der ist so richtig hässlich, aber die Babys stehen drauf. Einfach rüberschmeißen? Ja. Halt meine Tasche. Braucht mal Bier. Erstmal mein Baby ein bisschen durchshaken. Schatz! Geht nicht. Oh! Oh! Schatz! Hä? Willst du mir ein Zeichen geben? Ist das nicht Zeichen genug? Okay, wir machen uns jetzt auf den Weg zum Auto. Ich muss sagen, langsam habe ich auch richtig, richtig Rückenschmerzen. Also bis zu meiner richtigen Schwangerschaft muss ich noch krass meinen Rücken trainieren, damit ich so einen Bauch aushalte. Und ich werde so krass angestarrt. Also mit so einem Bauch kriegt man echt mehr Aufmerksamkeit als sonst. Das war mir ein bisschen unangenehm. Ich bin richtig fertig. Ich auch. Du fühlst das Gleiche wie ich, ne? Ja. Wurde übrigens auch einmal erkannt von einer Zuschauerin, die ein Foto mit mir machen wollte. Und ich dachte mir nur so, so frontal wie möglich hinstellen. Vielleicht sieht man es auf dem Boden oder nicht. Und ich glaube, die haben es in Wirklichkeit auch gar nicht bemerkt, weil die gar nicht so genau hingeguckt haben. Du hast ihn gut verdeckt mit deinem Mantel hier. Ja. Okay, war schön. Ja, ich bin gefreut. Tschüss. Ciao. Ich gucke mir schon das Foto an und denke sich so, aber schon dicker irgendwie, nicht? Okay, und jetzt machen wir uns auf den Weg zum Kino. Ja, Schatz, was machst du? Scheiße. Ich fahre immer zu weit weg von diesem Teil. Fuck. Pass auf unser Kind auf. Ich komm da nicht dran. Oh, so Schatz, dran. Schnell! Chill mal. Es geht doch nicht einfach los. Doch? Nein. Schnell! Stressiger. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zum Kino. Wir haben jetzt auf die Vlogging-Cam gewechselt, weil ich wollte jetzt nicht mit so einer riesen Kamera ins Kino gehen. Das kommt, glaube ich, nicht so gut. Und wir sind einfach viel zu früh. So typisch ich, überpünktlich, erstmal eineinhalb Stunden, bevor der Film anfängt, schon da. Wir sind jetzt übrigens schon im Kino, haben uns schon Popcorn und Getränke geholt. Das ist übrigens keine Cola, weil das darf ich ja nicht während der Schwangerschaft. Normalerweise würde ich mir immer Cola holen, aber so habe ich mir Fanta geholt. Auf jeden Fall gehen wir jetzt in den neuen Avengers-Film. Ich bin schon richtig gespannt. Wir haben uns die letzten Tage alle alten Filme angeguckt und sind jetzt richtig drin in der Materie. Jetzt schauen wir mal, wie das so ist. Okay, Leute. Wir sind jetzt raus und ich muss mein Body jetzt etwas halten, weil der Mund da brüllt. Das Baby, es kommt! Nein! Und der Film war übrigens auch richtig gut. Also an alle, die die anderen Avengers-Filme gesehen haben, auf jeden Fall must-see. Und wenn ihr generell noch keinen Avengers-Film gesehen habt, auch ein must-see. Alle noch einmal zu gucken und dann in den Film reinzugehen. Auf jeden Fall drückt dieser Babybauch so extrem auf meine Blase die ganze Zeit. Freue mich jetzt schon, wenn wir gleich zu Hause sind. Liebe Leute, wir sind jetzt bettfertig und wir sind schon todmüde. Es war heute ein langer Tag und ich würde sagen, es ist jetzt Schlafenszeit. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau. Ja, und sich mit so einem Bauch echt wahrscheinlich am besten auf die Seite, oder? Ich glaube am besten auf dem Rücken. Nicht? Oder? Ich weiß aber ich nicht. Ich hasse es, auf dem Rücken zu schlafen. Ja? Es gibt doch diese Schwangerschaftskissen, weißt du, diese ganz langen, wo man dann so, wie so eine Rolle. Ja. Ich glaube, deswegen schlafen ganz viele auf der Seite. Auf dem Bauch kann man ja nicht mehr. Wehe, du liegst dich auf unser Kind. Irgendwie zerquetschen. Ich würde sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage mal, wir sehen uns dann am nächsten Tag wieder. Okay, Leute, es ist jetzt der nächste Morgen und das Ding ist auch schon ab, Gott sei Dank. Also ehrlich gesagt habe ich es auch schon in der Nacht dann ausgezogen, weil ich konnte es dann einfach nicht mehr aushalten. Nicht wegen des Bauches an sich, sondern wegen diesen Dingern hier. Die haben so krass
hier hinten bei mir eingeschnürt, dass ich das dann einfach ausziehen musste. Mein Fazit, es war auf jeden Fall mal eine Erfahrung wert. Ich muss sagen, es war schon komisch, den ganzen Tag mit so einem Bauch rumzulaufen. Ich glaube, wenn das ein echter Babybauch jetzt wäre, dann wäre es auch gar nicht so komisch für mich. Beziehungsweise da würde ich den auch so mit Stolz tragen. Aber dadurch, dass ich die ganze Zeit wusste, dass er nicht echt war, habe ich mich so beobachtet gefühlt die ganze Zeit. Und das war auch richtig merkwürdig, wenn mich dann irgendwie Leute angesprochen haben. Ich habe auch einmal eine Freundin getroffen, die hat den gar nicht richtig wahrgenommen, weil ich ja so ein schwarzes, enges Kleid hatte und dann den Mantel da drüber. Und dann war es auch so dunkel, das war im Kino. Und sie hat das gar nicht bemerkt, dass ich so einen Babybauch hatte. Und ich dachte mir die ganze Zeit nur so, bitte bemerke es nicht, weil es wäre einfach so komisch gewesen, das erklären zu müssen. Auf jeden Fall hat es mir echt richtig viel Spaß gemacht, dieses Video zu drehen. Ich hoffe, es war genauso unterhaltend auch für euch. Ich fand es mal cool, weil es ein bisschen anders ist als die Videos, die ich sonst drehe. Und ich hoffe total, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche anderen Ideen habt, was ich ansonsten noch 24 Stunden testen könnte, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ich habe irgendwie Lust bekommen, mehr solcher Videos zu machen. Und ansonsten würde ich sagen, der kommt dann jetzt erstmal weg. Und das nächste Mal, wenn ihr mich mit so einem Bauch seht, dann ist es wahrscheinlich echt. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bye!